herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe bestellt, wieder mal Asche auf mein Haupt. Aber es musste sein. Und zwar habe ich bestellt bei Scrap-On und bei Alma Art. Alma Art habe ich rein zufällig im Netz gefunden. Da habe ich jetzt schon zum dritten Mal bestellt. Das geht echt ratzfatz. Also ich habe bestellt und am nächsten Tag war die Ware schon da. Also mega cool und total nett. Wirklich richtig nett. Ja, ich fange aber an mit Scrap-On. Und zwar habe ich mir bestellt mal wieder doppelseitiges Klebeband. Diesmal nur eine Rolle. Ich habe noch welches, aber die sind, glaube ich, 12 mm. Da habe ich jetzt gar nichts mehr da. Ich schaue noch mal nach. Ja, 12 mm. Also durfte mal eine Rolle mit. Dann habe ich mir bestellt Graupappe. Einmal in A4. Und das ist 23 mal 25, glaube ich. Ich schaue noch mal nach. Nee, 20 mal 25. Die ist jetzt nur 0,5 mm, aber die nehme ich gerne, wenn ich die Alben mit Stoff beziehe, weil da kommt ja sowieso das Filz noch vorher drauf und dann der Stoff und dann ist das auch stabil genug. Und da hatte ich auch nichts mehr, also musste mal wieder ein wenig Graupappe daher. So, das. Dann habe ich mir eine neue Handstanze bestellt. Na, so ist er angekommen. Die können wir aber mal austesten. Die hat mir nämlich ganz gut gefallen. Ich bin mal gespannt, wie sie ist. Ups. Oh, noch ein Stück Papier. Moment. So. Okay. Und zwar sieht die so aus. Das fand ich ganz cool. Deswegen durfte die jetzt mal mit. Genau. Was sie jetzt gekostet hat, ich glaube um die 6 €, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. So, dann durften natürlich auch mal wieder Blumen mit. Davon kann man ja nie genug haben. Und zwar einmal der Ton. Die lagen diesmal so drin. Normalerweise sind die noch mal eingepackt. Diesmal waren sie so dabei. Der Ton. Und dann dieser Ton. Dann habe ich mir ein Stück Spitze bestellt. Da habe ich mich schon geärgert. Da hätte ich. Entschuldigung. Da hätte ich dann doch mal die dreifache Menge nehmen sollen. Das ist immer 1 m. Und zwar sieht die so aus. Hier mit Lila. Fand ich ganz gut, weil ich nämlich so tolles Papier habe. Und da passt die richtig gut dazu. Aber wie gesagt, habe ich leider verpeilt. Ich habe jetzt nur 1 m bestellt. Naja, egal. Die hat gekostet 60 Cent oder so. Also war überhaupt nicht teuer, die Spitze. So, dann muss mal auf die Rechnung gucken, weil da fehlt, glaube ich, was. Dann habe ich mir hier nochmal Blumenblätter bestellt. In Weiß und in Braun. Die nehme ich ja auch total gerne für die Deko. Ich mache jetzt nur mal die weißen auf. Hier ist halt, ja, hier haben wir halt diesen Draht mit dabei. Ich finde es schöner, wenn der Draht nicht mit dabei ist, aber den kann man ja sich auch abzwicken. Also das sollte ja jetzt nicht das Problem sein. Die waren jetzt auch nicht so teuer. Ich glaube 1 €. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste auf die Rechnung schauen, die müsste ich aber dann erstmal ausdrucken. Genau, also weiß und braun. Ja, und dann halt natürlich, ne, wie immer, jede Menge Papier. Da lege ich jetzt gleich mal los.
Moment, Moment. So, das gab es als Goodie. Zweimal dieses zum Ausschneiden. Dann haben wir hier zweimal diese Bögen. Das ist halt so neutral, können wir immer gebrauchen. Ja, dann habe ich hier Weihnachtspapier. Und dann nochmal die beiden hier von Craft und Clock. Das haben sie mir als Goodie dazu gelegt. Ja, fand ich sehr nett. Habe ich mich auch drüber gefreut. Papier kann man ja immer gebrauchen, ne? Genau, so. Dann geht's jetzt los. Tamtam. Von Lexi Design. Ach, ich lege das mal hier zur Seite. Upsala. Lovely Provence habe ich mir da bestellt. Das ist jetzt dann die Vorderseite und die Rückseite. Die Vorderseite und die Rückseite. Also ich fand das unheimlich schön, das Papier. Leider steht jetzt hier doch eine Grammatur von 250. So, dann haben wir das hier zum Ausschneiden. Und die Rückseite sieht dann so aus. Dieses und die Rückseite so. Dann haben wir das. So ist die Rückseite. Das. Rückseite. Hier haben wir wieder was zum Ausschneiden. Da ist die Rückseite dann so. Und dann nochmal das. So die Rückseite. Und dann nochmal dieses. Und das wäre die Rückseite. Genau. Also von Lexi Design. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann wie darf. Kann es auch anders sein, habe ich mir Papiere von Lemoncraft bestellt. Und zwar einmal den Ladies, den habe ich ja schon, aber ich möchte ein Album basteln und da reichen mir die 6 Blätter einfach nicht aus. Also, und ich habe jetzt nichts da, was farblich dazu passt, sodass ich es kombinieren könnte. Also musste ich mir den nochmal bestellen. Dann habe ich mir den Eleganz bestellt. Das sind halt so neutrale Papiere. Also das sind hier auch wieder 6 doppelseitig bedruckte Seiten und die Grammatur dürfte auch 250 sein. Ja, so. Also das ist sehr neutral hier alles. Das finde ich auch gut so. Da kann man dann doch mal eher kombinieren. So. Das wäre der. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Also das ist so eine Mauer. Dann den Sentimental. Der sieht so aus. Ich liebe ja die Lemoncraft-Papiere, ne? Wisst ihr ja, glaube ich, schon mittlerweile. Deswegen bin ich ja auch so traurig, dass es die Mystery Box nicht mehr gibt. So. Und dann noch mal die letzte Seite. Und dann noch den Tomorrow. Der sieht dann so aus.
Der ist jetzt nicht ganz so neutral, aber den fand ich auch absolut genial. Das ist der. Und dann den Yesterday. Der sieht so aus. Hier können wir halt Kärtchen ausschneiden. Und die letzte Seite ist dann so. Genau, das waren jetzt die Lemoncraft-Papiere. Dann habe ich mir bestellt von Scrap 8. Die habe ich mir zweimal bestellt, weil da immer nur 5 Seiten drin sind. Ich mache das jetzt mal auf ein Paket. Sorry, bei Alma Art habe ich sie schon alle ausgepackt, damit es nicht so raschelt. So, Scrap 8, auch 250er Grammatur. Die habe ich vorher noch gar nicht so wahrgenommen, aber ich finde deren Papiere auch absolut toll. Also die haben mir echt gefallen. So, und da geht es dann hier los. Haben wir was zum Ausschneiden. Dann haben wir diese Seite. Und die Rückseite ist dann so. Dann die Rückseite so. Dann haben wir diese. Also das Grün finde ich auch echt mega schön. Das ist die Rückseite. Und die. Das wäre die Rückseite. Und dann die letzte Seite sieht dann so aus. Und da die Rückseite. Genau. Und dann habe ich noch ein Papier von Scrap 8, auch zweimal bestellt. Das ist das hier, Royal Garden, und das andere hieß Remember This Day. So. Da haben wir jetzt die Blautöne. Dann geht das los hier mit Ausschneiden. Die Seite. Rückseite so. Dann die. So die Rückseite. Das wäre die Rückseite. Und dann haben wir hier nochmal einen Bogen zum Ausschneiden. So. Und die Rückseite so. So, dann habe ich mir von Scrap and Me auch zweimal. Da sind immer 6 Bögen drin. Afternoon Sky. Also das habe ich schon ganz viele Projekte gesehen im Internet. Aber ich werde natürlich, ja, vermutlich ein Album basteln oder eine Verpackung, ich weiß es nicht. Jedenfalls fand ich das auch absolut genial. Da haben wir, wie gesagt, 6 Bögen drin. Grammatur steht nicht dabei, ich glaube. Also ich bin mir nicht sicher. Ich meine, ich habe irgendwo gelesen 190, aber kann auch sein, dass es auch 250 sind. Ich weiß es nicht. Ich will nicht lügen. So, also, das wäre die erste Seite zum Ausschneiden. Dann geht es hier weiter. Rückseite. Dann die. Rückseite.
einmal das. Sehr cool. Diese. Diese. Und Rückseite so, finde ich auch mega. Und die letzte Seite sieht dann so aus. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. So, dann habe ich bestellt von Scrap Boys Beautiful Day. Und ich glaube, ich habe es doppelt bestellt. Ich glaube, ich habe mir das bei Alma Art auch noch mal bestellt. Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Ah, genau, hier. Also das ist auch 250er Grammatur von Scrap and Me. Und das waren die 190. Genau. So, ich mache es mal auf. Zwölf doppelseitig bedruckte Seiten, 190er Grammatur. Und dann geht es hier los zum Ausschneiden. Dann haben wir hier, das ist die Vorderseite und dann die Rückseite dazu. Das ist die Vorderseite, die Rückseite. Hier haben wir jetzt wieder was zum Ausschneiden oder aber dann die Rückseite, Vorderseite, Rückseite. Hier wäre wieder was zum Ausschneiden oder aber dann zum Ausschneiden. Okay, gut. Und das ist auch zum Ausschneiden. Also hier hätten wir Tags und auf der Rückseite sind dann die Tags so. Also einfarbig oder halt bunt. Genau. Das ist Scrap Boys Beautiful Day. Dann von Scrap Boys First Love. Da haben wir auch wieder 12. Sorry. 12 doppelseitig gedruckte Seiten. Da haben wir dann wieder was zum Ausschneiden. Dann Vorderseite, Rückseite. Die Vorderseite und die Rückseite. Vorderseite, Rückseite, Vorderseite, Rückseite. Ja, was zum Ausschneiden oder dann aber die Rückseite. Und dann haben wir hier noch, also die Vorderseite ist zum Ausschneiden und das wäre die Rückseite. Genau. So, das wäre das. Dann ebenfalls von Scrap Boys Vintage Legend. Da haben wir auch die 12 doppelseitig gedruckten Seiten. Und dann geht's los mit Ausschneiden. Dann haben wir hier die Vorderseite und die Rückseite. Vorderseite, die Rückseite. Hier können wir wieder was ausschneiden. Und das wäre die Rückseite. Die Vorderseite. Seite. Hier haben wir jetzt auch wieder was zum Ausschneiden. Einmal so und einmal so. Und hier genau das gleiche. Einmal die Tags in der Form und dann noch mal so. Genau. So, dann habe ich mir
nochmal von Scrap and Me. Das habe ich mir auch schon bestellt. Das habe ich mir jetzt noch dreimal bestellt. Das Simple Story 3. Da kostet, das sind jetzt wieder 6 Bögen. Das hat ein Paket 2,51 Euro gekostet. Das weiß ich noch ganz genau. Also habe ich jetzt hier Pakete von. Weil auch das finde ich relativ neutral. Man kann es nochmal sehr gut, sorry, mit anderen Papieren kombinieren. Und das ist ja schon wichtig, ne? Also finde ich schon, dass das wichtig ist. So, ich gehe es nochmal mit euch durch. Also 6 Papiere, doppelseitig bedruckt, Grammatur 250. Dann geht es hier los mit Ausschneiden. So ist die Vorderseite. Das ist die Rückseite. Die Vorderseite. Rückseite. Vorderseite, Rückseite, die Vorderseite und die Rückseite und dann die letzte Seite, die sieht so aus von vorne und die Rückseite dann so. Genau. So, und jetzt zeige ich euch noch das von Alma Art. Ich hole das mal rüber. Wie gesagt, bestellt und am nächsten Tag kam es schon an. Die packen das auch immer ganz toll ein. In Seidenpapier wird das verpackt, aber das war total kaputt. Deswegen habe ich es jetzt weggemacht. So, den Bogen gab es dann eben auch als Goodie. Von Lexi Design Shabby Winter. Also das ist auch ein mega tolles Papier. Und dann habe ich bestellt. Ich muss das mal anders machen. Von Laser Love, aber das ist Lexi Design. Also das gehört zusammen. Beige and Green. Das war mit in dem Papierset drinnen. Auch diese Papiere sind sehr neutral, deswegen habe ich sie bestellt. Also da haben wir dann hier so eine beige Seite und die Rückseite ist grün. Hier dann genau das gleiche, beige und hinten grün. Dann beige, Rückseite grün. Hier genau das gleiche. Beige, grün, beige und grün. Genau. So, das ist das. Dann nochmal von Laser Love. Einen Moment. Lily Flowers heißt das. Da war dann eben wieder das dabei. Mit Sprüchen auf Englisch und Polnisch. Und da haben wir auch nochmal Sprüche. Genau. So. Das sieht jetzt so aus. Steht da eine Grammatur. Aber wie sich es anfühlt, sind das auch 250 Gramm. Nee, hier steht nichts. Okay, also Vorderseite, Rückseite. Vorderseite, Rückseite. Vorderseite, Rückseite. Vorderseite, Rückseite. Vorderseite. Die Rückseite und die letzte Seite sieht so aus und die Rückseite so. So, dann
Ah, ich habe es doch nicht doppelt bestellt. Wartet mal. Ich will gucken. Nee, ich glaube nicht. Doch eben was gesagt, ne? Dass ich dachte, ich hätte es doppelt bestellt. Nee, das war ja Scrap Boys. Genau, das ist ja jetzt Lexi Design. Beautiful Moments. 11 doppelseitig bedruckte Seiten, Grammatur 250. So, dann haben wir hier den Ausschneidebogen. Und dann geht das hier los. Rückseite. Und die Rückseite. Hier haben wir wieder was zum Ausschneiden. Und ich würde hier aber vermutlich die Rückseite benutzen. Dann haben wir das. Und das ist die Rückseite. Auch hier würde ich die Rückseite nehmen, glaube ich. Dann haben wir hier wieder einen Ausschneidebogen. Zumindest auf der Vorderseite. Ja, die Rückseite ist so. Dann dieses. So ist die Rückseite. Hier wieder was zum Ausschneiden. Und das ist die Rückseite. Also ich würde bei dem, würde ich die Sachen zum Ausschneiden nicht nutzen. Irgendwie gefallen die mir nicht. Also da finde ich die Rückseiten wesentlich schöner. Die könnte ich jetzt nicht kaputt schneiden. So, dann haben wir die. Und das ist die Rückseite. Die Seite und die Rückseite. Dann die und die Rückseite. Dann haben wir das und die Rückseite. Genau. Lexi Design Beautiful Moments. So, und dann habe ich jetzt noch eins. Und zwar von Passion Scrap Romantic Beige. Also ihr merkt, ich bin ziemlich ja, beige angehaucht bei der Bestellung. So, da geht's los. Der Ausschneidbogen. Ach so, Info. Hier sind auch nur 5 Papiere leider drin. Eine Grammatur von 250. So, dann haben wir hier die erste Seite. Und die Rückseite. Dann die. Und die. Das habe ich mir jetzt nur einmal bestellt, weil ich mir nicht sicher war, ob es mir gefällt. Aber ich glaube, ich werde es noch mal nachordern. Nächsten Monat dann. Dann haben wir die Seite. Und das ist die Rückseite. Dann haben wir die. Und die Rückseite. Und die und die Rückseite. Genau. Das war Passion Scrap. So, und dann habe ich euch noch was unterschlagen von Scrap-On. Und zwar habe ich mir hier noch mal einmal so ein Cover bestellt. Das war sogar im Angebot. Ich glaube 1,51 €. Und das habe ich mir jetzt nur bestellt, weil, Moment, ich habe hier das Papier. Das ist von Scrap and Me. Nee, von Scrap Mir. Das Cozy Forest. Und da möchte ich ein Album basteln. Und da habe ich gedacht, passt ja das Cover ja, 1A zu den Papieren. Und deswegen habe ich dieses Cover mitbestellt. Genau. Ja, es ist ja herbstlich, also wird das wahrscheinlich dann erst im Herbst gebastelt, das Album. Aber ja, was man hat, hat man, ne? Genau. Deswegen durfte das Cover noch mit dazu. So, ihr Lieben, das war's dann mit meinem Haul.
freue mich schon auf eure Kommentare. Bin gespannt, was ihr zu meiner Auswahl an Papieren sagt. Ob die euch genauso gut gefallen wie mir. Ich bin halt ein Papier-Junkie, ne? Ist echt krass, oder? Furchtbar schlimm. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich die Papiere wieder einsortiere. Nein, es wird sich schon was finden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine schöne und kreative Zeit. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüssi, euer Minemienchen.